Ich bin Konstantin Jäger, ich bin 20 Jahre alt und ich studiere an der FH Münster Betriebswirtschaft im Bachelor. Ja, und zurzeit befinde ich mich, wie gesagt, auf Gran Canaria, genauer gesagt in Las Palmas und studiere da an der Universidad de Las Palmas Gran Canaria, ebenfalls Ökonomia. Und ja, bin jetzt sozusagen meinen zweiten Monat hier. Ein Auslandsaufenthalt wird von vielen Professoren von uns an der FH Münster immer empfohlen, sag ich mal so. Also wenn man in vielen Vorlesungen ist, besonders auch Herr Arlinghaus, der bei dem ich viel Vorlesungen hatte, er betont immer unbedingt, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht ins Ausland. Und meiner Meinung nach hat er, also mit dieser Meinung, die ich jetzt sozusagen schon geben kann, hat er auf jeden Fall damit recht gehabt. Finde ich auch mega gut. Das ist ja auch eine super Alternative, also eine super Möglichkeit, günstig ins Ausland zu kommen, sogar mit Unterstützung im Ausland studieren zu können. Und es ist auch sowas ganz anderes. Also klar, man kann so eine Weltreise machen. Da lernt man das Land auch auf eine ganz andere Art kennen. Aber ich finde, wenn man unter diesem Deckmantel vom Erasmus ist, dann lernt man gerade Leute kennen, die auch sozusagen in derselben Situation sind, die so selber so ein bisschen aufgeschmissen sind. Alle wollen irgendjemanden kennenlernen und so. Und das ist irgendwie, es ist ein ganz, ganz komisches, aber auch ein ganz, ganz tolles Gefühl, einfach auf Leute zu treffen, die irgendwie gerade in derselben Situation sind, aber aus einem ganz anderen kulturellen oder sprachlichen oder aus einem ganz anderen Raum kommen. Italiano, così nada basta, eh? Davvero basta, no compan, compane si una merda, eh? No, compane no, non si puede. Compane una merda. Aber irgendwie findet man dann voll den gleichen Nenner und es macht halt dann echt Spaß, mit solchen Leuten zu interagieren und so kennenzulernen. Und gerade deswegen ist, glaube ich, auch ein Auslandsaufenthalt richtig gut, weil es auch die Kompetenzen wirklich fördert, auf Leute zuzugehen und auch sozusagen sich ansprechen zu lassen und auch mal wieder richtig zuzuhören. Hello Sue, today I'm gonna introduce you to my other flatmate in Germany. Yeah. Moin moin. Moin moin. He's calling Merlin. 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 Moin moin. Wir sind gerade irgendwo an einem richtig schönen Strand und werden dann hier auf jeden Fall übernachten. Und zwar ein paar Kumpels da in dem Zelt, aber wir haben bei einem anderen Zelt die Plane verloren, deswegen schlafen wir heute draußen. Geil! Also, ich bin kein Organisationstalent und ich habe es auch geschafft. So. Und es ist wirklich, also echt, also es ist wirklich, wirklich nicht schwer. Ich habe, also man wird auch, bei uns an der FH Münster wird einem geholfen auf jeden Fall. Und also die Bewerbungsphase ist, man setzt sich hin und schreibt einfach ein cooles Motivationsschreiben, was auch wirklich vom Herzen kommt, weil wenn man da schon merkt, boah, ich habe irgendwie gar keinen Bock, so richtig ins Ausland zu gehen, so einfach nur, weil man keinen Bock hat. Also wenn man seine eigene Motivation nicht findet, dann merkt man auch schon so, okay, vielleicht lieber nicht, aber man sollte sich auf keinen Fall von dieser Bürokratie, die man vorher hat, abschrecken lassen. Also das auf keinen Fall, also das wäre auf jeden Fall schade, wenn das passieren würde. Viel Spaß noch in Münster, ne? Bis dann.